Einer von 8 Menschen in Deutschland wird statistisch gesehen im Laufe seines Lebens Opfer von Stalking. Wir schauen uns jetzt mal die andere Seite an. Also was muss passieren, dass wir anfangen, andere Leute zu verfolgen oder sogar zu bedrängen? Wie schnell wir selbst zum Täter oder zur Täterin werden und was wir dagegen tun können, darum geht's jetzt. Auf geht's. Tauchen wir ein in die spannende Welt unserer Psyche. Wenn ihr euch zum Beispiel frisch getrennt habt und euer Ex schon eine neue haben soll, dann schaut jeder seine Insta-Stories und wollt herausfinden, wer die Person ist. Sowas wie, ich habe ihn bei Insta gestalkt, sagen wir dann mal schnell nebenbei. Ganz zufällig fahrt ihr dann mit dem Fahrrad abends noch auf dem Nachhauseweg öfter mal bei ihm durch die Straße und schielt in seine Wohnung rein, um zu gucken, ob sie vielleicht gerade da ist. Das sind, glaube ich, Situationen, die sich jeder von uns zumindest irgendwie vorstellen kann, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn wir schon dabei sind, abonniert den Kanal gerne und aktiviert die Glocke. Das hilft uns total und dauert nur eine Sekunde. Warum stalken wir? Die meisten von uns konzentrieren sich zur Ablenkung und Verarbeitung nach einer Trennung wahrscheinlich auf andere Dinge. Verbringen mehr Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden oder setzen sich neue Ziele. Stalker nicht. Sie sehen eine Beziehung zwischen sich selbst und dem Opfer, die es nicht gibt. Aber welche Menschen werden zu Stalkern? Und warum? Soziodemografisch, also was Alter, Geschlecht und so weiter angeht, gibt es kaum Hinweise darauf, wer am ehesten stalkt. Studien zeigen, dass der Großteil der Stalker ihre Opfer kennt. Die meisten Stalker scheinen männlich zu sein. Manche Studien finden auch höhere Raten von weiblichen Stalkern. Bei unserer Recherche hatten wir dennoch den Eindruck, dass insgesamt der Anteil männlicher Stalker überwiegt. Laut einer repräsentativen Studie aus Mannheim von 2018 haben viele Stalker einen höheren Bildungsabschluss. Also haben Abitur gemacht oder sogar studiert. Die meisten sind Single und mehr als die Hälfte lebt eher isoliert. Das Durchschnittsalter der Stalker liegt bei ca. 31 Jahren. In der Befragung von eben hat man folgende Motive gefunden. Stalker wollen entweder einfach nur Freundschaften aufbauen, andere wollen ihre alte Beziehung zurück und wieder andere stalken aus Eifersucht oder Rache. Schauen wir uns mal an, welche Risikofaktoren es gibt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, selbst zu stalken. Dafür gehen wir in die Psyche von Stalkern. Es gibt ein paar Persönlichkeitsmerkmale und psychische Auffälligkeiten, die dafür sorgen, dass aus normalem Liebeskummer Stalking wird. Der Psychologe Wolf Ortes Müller bietet seit mehr als 10 Jahren Beratungen für Stalker an und sagt, zum Stalker wird man zum Beispiel eher, wenn man ein fragiles Selbstwertgefühl hat, kein stabiles soziales Umfeld oder keinen erfüllenden Job. Stalking ist aber psychologisch und sozial echt komplex. Dahinter können sich eine Vielzahl von Motiven, Emotionen, Handlungen, Psychopathologien und Veränderungen im Gehirn verbergen. Das Gehirn von Stalkern, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Vorher beantwortet uns Huber die Frage, ab wann wird aus normalem Verhalten Stalking? Wissenschaftlich ist es schwierig, da eindeutige Aussagen zu machen. Aber so würde ich es mir am Anfang in der Praxis anschauen. Erkennst du bei dir Tendenzen, dass es fast schon wie eine Sucht ist, auf das Profil zu gehen oder an der Wohnung vorbeizulaufen? Und du hast das Gefühl, dass du die Kontrolle über dein Verhalten verlierst? Ohne diese ständige Kontrolle findest du einfach keine Ruhe und bist total unruhig und angespannt? Kannst du vielleicht einfach an nichts anderes mehr denken als an deine oder deinen Ex? Dass wir an nichts anderes denken können als an eine bestimmte Person, kennt man ja auch vom Verliebtsein. Aber im Gegensatz dazu können in dieser Situation so starke Gefühle echt schwierig sein. Vor allem dann, wenn sich solche oder ähnliche Gedanken bei dir einschleichen. Ich kann die Trennung einfach nicht akzeptieren. Was mache ich nur ohne sie oder ohne ihn? Wenn ich lange genug um unsere Liebe kämpfe, können wir wieder zusammen sein. Oder vielleicht sogar, mit mir bricht man den Kontakt nicht ab. Und diese Gedanken können dann möglicherweise zu typischen und sehr problematischen Stalking-Verhalten führen, wie häufig unerwünschter Kontakt. Das heißt, du kontaktierst die Person durch Anrufe, WhatsApp und Co. und bekommst überhaupt keine Antwort. Oder die Person hat schon mal rückgemeldet, dass sie überhaupt keinen Kontakt wünscht. In diesem Fall wäre es schon Stalking. Weitere Anzeichen von Stalking wären,
wenn du die Person versuchst zu überwachen, ihr oder ihn überall hinfolgst, um vielleicht auch mal zu schauen, mit wem sie oder er sich trifft. Dazu zählt auch zum Stalking, wenn man die Person wiederholt bedroht und belästigt. Aber auch wiederholt Geschenke, wie zum Beispiel Blumen zu schicken, obwohl sie oder er das nicht möchte, kann zu Stalking zählen. Dieses Verhalten ist höchst problematisch und die Opfer können dann auch rechtlich gegen einen vorgehen. Mehr dazu erzählt euch Ricardo in unserem letzten Video zu Stalking-Opfern. Das Gehirn von Stalkern. Okay, wir haben einige Anhaltspunkte dafür, ab wann ein Verhalten Stalking ist. Jetzt kommt ein Teil für uns Geeks. Also wie sieht ein Stalking-Gehirn aus? Ich habe mal ein Gehirn dabei. Das ist jetzt kein Stalking-Gehirn, das ist mein Gehirn. Also nicht mein Gehirn, das ist mein Gehirn. Ihr wisst, was ich meine. Also, es wird nerdy. Auf geht's in den Geek-Alert. Für das aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht komplexe Phänomen Stalking gibt es noch keine einheitliche etiologische Hypothese. Mit Vorsicht lassen sich aber ein paar Merkmale identifizieren, die mit Stalking in Verbindung stehen. Wahrscheinlich ist Stalking auf eine Störung von Hirnstrukturen und Botenstoffen zurückzuführen, die für Beziehungen zuständig sind. Also Oxytocin, Dopamin und Serotonin. Gehen wir die mal kurz durch. Einer der wichtigsten Neurotransmitter für Partnerschaften und die Eltern-Kind-Beziehung ist Oxytocin, das Kuschelhormon. Was jetzt kommt, ist durch Studien mal mehr, mal weniger gut belegt, schien uns aber irgendwie nachvollziehbar. Stalker haben vielleicht eine bestimmte Oxytocin-Rezeptorgen-Abweichung, also Veränderungen in den Genen, die dafür verantwortlich sind, dass Oxytocin in unserem Körper auch wirken kann. Das könnte bei Stalkern zu einem übermäßigen Oxytocin-Schub führen und deshalb zu einem krassen Bindungsverhalten. Jetzt wird es wissenschaftlich wieder genauer. Was wir noch bei Stalkern sehen, ist eine übermäßige Funktion des Dopaminsystems in Verbindung mit einem verminderten Serotoninspiegel. Also zu viel Dopamin, zu wenig Serotonin. Warum führt das zu Stalking? Das Dopaminsystem seht ihr hier eingeblendet. Die meisten von euch kennen Dopamin wahrscheinlich als Glückshormon. Es ist aber eher für Antriebssteigerung und Motivation zuständig. Dopamin haben Stalker zu viel und wahrscheinlich erklärt das diese übermäßige Motivation, ihren Opfern nachzustellen. Serotonin ist ein Dopamin-Antagonist. Bedeutet, je mehr Dopamin, desto weniger Serotonin. Serotonin hemmt normalerweise aggressives und impulsives Verhalten. Das heißt, zu wenig Serotonin kann also das aggressive und impulsive Verhalten von Stalkern erklären. Also, Stalker haben Veränderungen in der Menge der Botenstoffe im Gehirn. Zu viel Oxytocin könnte zu einem übergroßen Wunsch nach Bindung führen. Zu viel Dopamin sorgt dafür, dass Stalker total motiviert sind, ihren Opfern nachzustellen. Und der Mangel an Serotonin erklärt das aggressive und impulsive Verhalten. Das sind natürlich keine Entschuldigungen dafür, dass Leute stalken. So ein Dopaminanstieg und Serotoninabfall sind übrigens auch ganz normal, wenn wir verliebt sind. So, jetzt haben wir viel darüber gehört, wie Stalking sich entwickeln kann und wie so ein Verhalten aussieht, sogar im Gehirn. Was kannst du tun, wenn du ähnliches Verhalten oder auch nur Tendenzen an dir entdeckst? Bedürfnis dahinter verstehen. In der Therapie schaue ich eigentlich immer, welches Bedürfnis denn hinter einem problematischen Verhalten steckt. Wir Menschen machen erfahrungsgemäß nichts ohne einen gewissen Nutzen. Beim Stalking ist sehr häufig das Bedürfnis nach Liebe, Nähe und Bindung im Vordergrund. Wie Ricardo vorhin schon angemerkt hat, lebt mehr als die Hälfte isoliert. Deswegen kann Einsamkeit eine große Rolle spielen. Meistens machen sich Leute große Hoffnungen, dass sie wieder mit der Ex oder dem Ex zusammenkommen, wenn sie stalken. Das Stalking gibt einem auch kurzfristig das Gefühl von Nähe und Kontakt. Frag dich hier mal, komme ich mit meinem Verhalten weiter? Kann ich so meinen Bedürfnissen nachgehen? Die Antwort ist hier meistens nein. Denn langfristig schadet man dem Opfer und sich selbst auch. Gefühle identifizieren. Allgemein in der Therapie ist es so, dass wir bei problematischem Verhalten uns auch immer die Gefühle, die mit dem Verhalten verbunden sind, identifizieren und darüber sprechen. Sich seinen Gefühlen bewusst zu werden, kann dabei helfen, mit ihnen auch einen besseren Umgang zu finden. Macht einen Realitätscheck. Ich habe hier für dich einige Fragen zusammengestellt, die dabei helfen können, einen Realitätscheck zu machen. Habe ich ein Recht auf Kontakt?
Will die andere Person mich überhaupt sehen? Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass sich so eine Beziehung oder Freundschaft entwickelt? Wie fühlt sich die andere Person wegen meinem Verhalten? Alle diese Fragen würde ich zum Beispiel auch in einer Therapie besprechen. Unterstützung. Das alles ist alleine gar nicht so einfach und ich möchte es auch gar nicht hier als einfach darstellen. Deswegen ist an dieser Stelle Unterstützung mega hilfreich. Wenn du dich damit wohlfühlst, vertraue dich, FreundInnen oder Familie an. Schildere deine Situation und erzähl, was dir aktuell so schwer fällt. Viele sind mit dem beschriebenen Verhalten ziemlich alleine und isoliert. So eine Aussprache kann helfen, aus der Isolation rauszukommen. Ich kann aber auch verstehen, wenn du dich nicht deiner Familie und deinen FreundInnen öffnen möchtest und dich dafür einfach schämst. Manchmal ist es tatsächlich einfacher, mit einem Experten oder Expertin zu sprechen, die dich gar nicht kennt und objektiv auf dein Anliegen schauen kann. Es gibt Beratungsstellen für Stalking-Täter und Täterinnen. Dort ist man super gut aufgehoben. Auch telefonisch kann man sich dort beraten lassen. Es gibt immer die Möglichkeit, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und in ganz akuten und sehr schwierigen Situationen würde ich hier sogar eine stationäre Behandlung empfehlen. Das kann helfen, mal komplett aus seinem gewohnten Alltag rauszukommen und auch mal Abstand vom problematischen Verhalten zu bekommen. Bitte habt ihr keine Angst vor professioneller Hilfe. Links dazu findet ihr in der Infobox. Am Ende möchte ich noch einen Hinweis vom Psychiater Harald Dressing, Leiter der forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für psychische Gesundheit in Mannheim mitgeben. Er sagt, nur weil man ihr Verhalten erklären kann, also das von Stalkern, heißt das nicht, dass es zu entschuldigen ist. Viele Menschen haben ähnliche schwierige Erfahrungen gemacht, ohne zu Stalkern zu werden. Und sein eigenes Verhalten zu erkennen und zu korrigieren, liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen von uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Drückt einfach mal auf den Abo-Button und dann auf die Glocke, die da auftaucht, wenn ihr das Video informativ fandet. Für mehr Informationen rund um das Thema Stalking und wie es sich anfühlt, gestalkt zu werden, klickt einfach auf unser letztes Video. Und wenn ihr Ruba noch mal woanders sehen wollt, dann schaut doch mal beim Datteltäter-Video vorbei. Vielleicht entdeckt ihr sie ja da. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.